Ich gehe nochmal zurück. Das muss doch... Ich muss doch in der Lage sein... mein Zeug zu reparieren. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss ein Boss sein, nachdem... oder zudem... ich hin kann, hin muss, irgendwann mal, um das Ding zu finden. Aber... ist mir schon klar, dass ich jetzt mein Zeug vielleicht noch nicht upgraden kann. Okay, damit kann ich ja leben. Aber wenn ich das nicht mehr reparieren kann, kann ich ja eigentlich neu starten, oder? Ich meine, so... so kriege ich das nicht hin, so ehrlich. Und so verliere ich auch wirklich die Lust, muss ich echt sagen. Ich habe keinen Bock, hier stundenlang zu grinden, um dann einen Versuch beim Boss zu haben. Du hast Geschenk. Oh. Jäger in andere Welt zu Hilfe zu holen. Ha, toll. Schalldämpfer bearbeitet. Na, klasse. Warum habe ich denn das nicht eingesammelt? Jetzt kann ich mir jemanden zur Hilfe holen. Na, das ist natürlich auch schon mal nicht schlecht. Warum habe ich denn das nicht eingesammelt? Oh nee, hä? Klasse. Werkzeug nicht vorhanden. Ich kann aber auch nicht hier irgendwie sagen, reparieren oder so. Doch, Kacke. Hab ich noch irgendwas übersehen hier? Öl kann ich noch nicht mal kaufen hier bei dem. Und sonst auch nichts. Kein Repair Tool oder was auch immer. Komm im Frustzirkel. Ne? Blutechos benötigt ihr, um Gegenstände im Laden, sogar um Waffe zu reparieren und zu ver... ja, das denke ich mir schon, aber... ich kann es ja nicht auswählen zum Verstärken, ja. Mit einer Waffe verankern, ja. Ja, nichts hier irgendwie auswählen. Es ist ja eigentlich ganz nett, dass das so ein Hardcore-Spiel ist, ne, was einem nichts erklärt. Aber so ein bisschen was wäre auch nicht schlecht. Nutzt Einsicht, läutet, um andere Welten zu rufen. Blutedel. Ja, ich hab ja hier so ein Gedöns. Hier, Blutsteinscherben zum Verstärken mit einer Waffe verankern. Das muss ich garantiert benutzen. Aber ich kann euch mal eben posten, wie das Zeug heißt, was ich brauche. Auf Englisch zumindest, weil da finden sich eher Guides. Oh nee, so nicht. Oh. Nee, Moment. Vielleicht findet ihr dazu ja was. Ich finde halt auch nur so allgemeines Zeug. So, Blood Gem Workshop Tools. So heißen die Dinger. Oder das Ding. Der Laden ist hier, der kleine Brunnen. Hier vorne. Ja, viel mehr. Hm. Ich könnte mir jetzt Hilfe rufen. Na gut, ja, aber dann bin ich auch nicht wirklich eine Hilfe in dem Kampf, ne? Hinweise, Boden, Scharfsinn. Bla bla bla.
Ich glaube, hier ist ja auch nichts weiter, was ich jetzt. Was? Eingeweideangriff, okay. Ja, danke euch. Danke für eure Mühe. Bin halt echt ein bisschen ratlos gerade. Hier ist auch nichts weiter. Was ist denn das? Stumpfboote? Na, geht auch noch nicht. Wo ist denn der Opa eigentlich hin? Hier habe ich ja auch nichts weiter. Jupp, gar nichts. Tja. Hier ist tatsächlich einer gestorben. Ja, hier in dem Gebiet, Zentrum von Janam. Da soll irgendwo eine Kiste sein. Bei dem Spider irgendwas. Boss. Location in a chest. So, hier, ich kann euch den englischen Text zeigen. Das hilft mir nur leider auch nicht. Ja, genau das meine ich. Irgendwas Spider-Message. Genau das ist dasselbe. Genau das ist dasselbe, was ich auch habe, Dario. Dieselbe Information. Aber was kann ich damit anfangen? Ich bin hier in Zentrum Janan. Hier, ich bin hier. Aber... Hier war ich noch nicht unten, oder? Ach doch, doch, von hier bin ich doch gekommen, ganz am Anfang. Ja, gut, komm. Ich gehe nochmal gucken. Ich meine, vielleicht habe ich wirklich was übersehen. Vor einigen Stufen, ja. Wirklich wieder ganz am Anfang. Na, jetzt bin ich in der Klinik. Aber wenn es hier in der Klinik wäre, ich meine, dann hätte es mir das doch auch gesagt, das Spiel. Fedora Boten Charakterdesign, bringt das was? Ich glaube nicht. Ich bin Josefka. Patienten hier in meiner Klinik. Ich weiß, dass sie für uns bitte. Ah, okay. Was hat sie mir da jetzt gegeben? Sehr beleben, ne? Großen Teil der GP. Naja. Sehr unbefriedigend das Ganze auch. Wenn ich jetzt hier wirklich nicht weiterkommen, dann ist leider Gottes das Spiel eigentlich für mich gestorben, muss ich sagen. Dann werde ich es nicht weiterspielen. Ich habe nämlich keine Lust, es neu anzufangen. Das macht wirklich Spaß, es ist geil.
Das ist schwer, aber. Tja. Die Tatsache, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme oder meine Waffen halt nicht reparieren kann. Und das scheinbar noch nicht mal nach dem Boss hier, das macht mich gerade echt so ein bisschen fertig. Ich mach mal hier die Gegner. Kriege ich vielleicht schneller billige XP. Na kommt. Silbergedöns. Ach komm, ey. Hier vielleicht. Ich meine, hier konnte ich auch klopfen. Immer wenn hier so eine Lampe davor ist, kann ich da scheinbar klopfen. Nö, die wollen einfach nicht mit mir reden. Na, hier komme ich auch nicht rein oder so. You will need to find the first, which you should be able to acquire after beating. Ja, das habe ich auch gefunden, genau. Nachdem ich ein paar Bosse besiegt habe. Aber wie soll ich denn ein paar Bosse besiegen, wenn meine Waffe so schnell kaputt geht? Nein, bin ich jetzt wirklich so kacke? Klar, ich bin oft gestorben, aber das kann doch nicht sein, dass man hier nicht weiterkommt, wenn man zu oft stirbt, weil man sein Zeug nicht reparieren kann. Das ging ja bei Dark Souls auch vergleichsweise einfach. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ist halt schon länger her, aber. So hart hat es mir das jetzt nicht gemacht. Ach komm. Okay, ich heile mich mal lieber. Ah, da habe ich doch direkt wieder rein. Ja, eben, macht keinen Sinn. Ja, das meine ich eben auch. Das ist voll Quatsch. Ach, Mann, ey. Ist ja okay, wenn man sein Zeug nicht upgraden kann. Das habe ich ja schon gesagt. Damit kann ich ja leben, aber ich muss doch in der Lage sein, mein Zeug hier reparieren zu können. Ich guck's. So, Workshop, was steht denn da? Bla bla bla.
Repair. You may use Blood Echoes to restore durability of your weapons. Repairing may only be done... Ja, reparieren kannst du nur in der... am Workshop. Okay. Bloodstone Echoes sind... Das ist einfach hier meine Erfahrung. Ist nachvollziehbar. Und das Workshop-Item brauche ich, um Sachen abzugraden. Aber ich sehe jetzt nicht. Ah, verdammt, wisst ihr was? Ich sehe jetzt gerade auf dem Bild. Ich glaube, ich stehe nicht vorm richtigen Ding. Ich glaube, das ist nicht dieser Altar, wo ich davor stand. Das ist neben, links neben dem Kamin, sehe ich jetzt hier auf dem Bild was. Ist nicht euer Ernst, hä? Ah, verdammt nochmal, hä? Das kann nicht wahr sein. Bin ich jetzt wirklich die ganze Zeit bei den falschen Items gewesen? Ich will heute den Boss noch kriegen, das kann doch nicht wahr sein. Mann! Ist ja schon 20 nach 9. Okay. So, hier, das Ding. Ja, bitte, danke. Was? Alter, und ich kann sogar meine Waffen jetzt schon verstärken, oder was? 200 und 240 Blutecho und Blutscherben mal 3, um Waffe zu verstärken. Hä? Na klar. Ja, alles klar, Leute. Ach man, nee, hä? Fail. Epic Fail. Okay, da gebe ich zu, das war vielleicht ein bisschen doof von mir, aber... Hätte doch groß drüber stehen können. Werkstatt. Mann. Zum Glück war jetzt hier das Bild zu sehen. Ich bin doch da auch schon mal überall ganz am Anfang vorbeigerannt. Und hab gedrückt. Naja, gut. Müsste man jetzt vielleicht nicht so viel zu sagen, wa? Dann grinde ich jetzt natürlich noch ein bisschen weiter. Moin, Kosa, moin, moin. Bisschen Öl, ein bisschen Waffe verstärken und noch ein bisschen Heilung. Und dann machen wir endlich mal den Boss hier. Mann, kann ja nicht wahr sein. Ach, guckt mal, wie das wieder abgeht hier. Ein Traum. Ein feuchter Traum ist das. King hatte recht, ja, ich war nur am falschen Ort. Er hatte recht. vielen Dank für eure Mühe. Mann, oh Mann. So, Quecksilber habe ich auch voll. Komm. Halt so. Ach, Kacke. Na gut, aber jetzt ist die Motivation noch wieder da. Jetzt sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels hier. Mann, oh Mann. Ab und zu hast du das. Sehr schön. Da! Ah! Du Pisspie. Dann mache ich wieder Schaden. Ja, eben. Das ist ein Traum.
Kleff nicht so rum, du Töle. Ist wohl. So. Mach mal hier unten die noch? Nee. Ich gehe jetzt auf die andere Richtung noch und mach noch ein paar von den Menschen. Hier unten mit den Ratten oder was auch immer muss ich mich nicht rumärgern. Das, da verliere ich nur auch zu viel Gesundheit. Das lohnt nicht. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ob ich das heute noch hinkriege. Ich meine, knappe halbe Stunde habe ich noch. Ach, mit einem Schlag. Ist es ein Traum? Traumhaft. Quecksilber nehme ich doch alles mit. Mist. Ach komm. Aua. Ah, jetzt läuft's doch. Jetzt geht das doch hier. Und Quecksilber. Quecksilber habe ich jetzt auch haufenweise. Komm, drop was. Actionlastiger, weil ich mich jetzt hier nur durchschnitzel, weil das nicht wirklich eine Herausforderung ist. Weil ich nur den blöden nächsten Boss mal machen muss. Oder will. Aber ich brauche dafür Heilung und alles andere. Sei froh, dass du gerade nicht da warst. Das war eine Odyssee. Molotow, ja super. Und noch eine Blutfiole. Spitzenklasse. Oh, verdammt, den hätte ich mal wieder fast vergessen. Wie eigentlich fast immer, ne? Hallo. Shit. Ah, wo kommt denn ihr jetzt her? Ihr seid nicht erwünscht. Das ist eure Schuld. Jawohl, zwei, sehr schön. Ah, mit denen ärgere ich mich jetzt nicht rum. Oh. Beide? Jo. Sehr schön. 1800, das heißt 10 Fiolen, dann bin ich sogar voll. Und dann hole ich noch ein paar Molotow-Cocktails und dann mache ich das Scheißvieh platt. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Mistvieh. Mann, oh Mann. Ach, Leute. Aber schönes Spiel, wenn man es denn mal verstanden hat. Ähm,
erlangen. 6, bitte, danke. So, jetzt gehe ich vielleicht doch mal noch die Waffe upgraden. Das kann ja auch nicht schaden, oder? Jetzt, wo ich das ja doch scheinbar kann. Hehe. Plus 11. Ja. Pistole könnte ich auch noch upgraden. Mehr Blutedelsteine. Blutedelsteine habe ich keinen. Blutsteinscherbe, naja, mehr geht nicht. Naja, gut, ein bisschen abgegradet. Das reicht doch. So. Molotow-Cocktails 2, dann habe ich 5. Ja, dann mache ich jetzt noch einen schnellen Durchgang. Nochmal ein bisschen was schnetzeln. Und hol mir noch ein paar Molotow-Cocktails mehr. Und dann mache ich den Boss platt. Sowas von, der wird vernichtet. Der wird sich in den Schlaf heulen, der Penner. Na komm. Die Ladezeiten. Stopp, bitte. Ach komm. Das funktioniert leider nach wie vor nicht zuverlässig, oder? Krieg's einfach nicht hin. Jo, mach's gut, King. Danke dir für deine Hilfe. Gute Nacht. Ist hier die Bestie, du Hässling. Oh Scheiße, jetzt dachte ich mir, dass der aufsteht. Ja, komm. Jetzt kannst du gut schlafen, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Oh je. Yeah. Ja, immer wieder er, ne? Immer wieder er hier. Ihr seid verflucht. Kommen die zwei ja. Mann. Klappe. So, okay, reicht hier. Jetzt noch drüben nochmal. Und dann geht er rund hier. Heilung. Thank you.
gut. So viel Schaden macht er echt nicht mehr. Na ja. Ja, die Klappe. Deine Mutti ist auch verflucht. Bestimmt eine ganz böse Quecksilbervergiftung hier, der Opa. Ob was? Ach komm. Mike, danke für deinen Follow, danke dir. Eigentlich will ich noch 1800 kommen, damit ich noch 10 Molotow-Cocktails holen kann. Und da muss das wirklich reichen. Also wenn ich es da nicht hinkriege, dann kriege ich es nie hin. So, jetzt mache ich hier unten den einen noch. Sollte das doch reichen. Hallo, Herr Radde. Oi. Nee, nicht ganz. Oh. Der hatte noch ein Leckerli für mich. Ein Leckerli. War jetzt mal volles Risiko, aber es hat ja geklappt. Ölurne, ah, super. Ach, jetzt fehlen wirklich noch 10 oder was? Das gibt's doch nicht. Scheiße. Oh Gott, nein, jetzt sterbe ich hier. Ach nö, Kinder, hä? Ist das blöd, ey. Ich hab's ja schon so ein bisschen geahnt. Ich war am Überlegen, gehe ich da jetzt nochmal hin? Natürlich gehe ich da hin und natürlich sterbe ich hier. Ach nee, hä? Na gut, kann ich noch ein paar mehr kaufen, was soll's. Irgendwie muss ich's mir ja schön reden. Mann, Mann, Mann. Vielleicht kann ich ja auch noch ein Level. Nee, werde ich nicht schaffen. Ich glaube, ich brauche schon 1500 oder so für ein Level up. Ach je. Herr je, herr je, herr je. Na gut, dann hoffe ich mal, ich komme hier auch heil hin. Ich wollte auch extra keine Heilung benutzen, da war ich zu geizig wieder, ne? So doof. So Quatsch. Was hast du denn? Quick. Die Gier ist zu stark. Ja, ja. Die Gier und die Ungeduld sind meine größten Feinde hier in dem Spiel. Boah, ich muss tausende Kugeln zu Hause haben. Da gehe ich jetzt nicht hoch. Ich muss wirklich so viel Kugeln Quecksilber haben. Jedes Mal, wo ich den Typen kill, der droppt ja immer sicher. Mindestens 2 Kugeln, jetzt gerade sogar 4. Alisa, danke für dein Follow, danke dir. So, die nehme ich natürlich noch mit. Meine Erfahrung umsonst, wäre ich ja schön blöd, wenn nicht. Gut, ich hoffe, es ist jetzt keine Ratte unten, die meine Erfahrung hat. Das wäre sonst nicht unmöglich, aber blöd.
Komm, drop was. Der droppt auch immer sicher, ne? Ich mich jetzt nicht komplett irre. Steinscherbe, nice. So, wer hat meine Erfahrung? Drüben der. Jo, er hat sie. Der Penner. Her damit! Jawoll! Und noch eine Blutfiole. So, jetzt! Jetzt geht er ab hier, Freunde. Jetzt ist Action angesagt. Jetzt wird's Schnitzelei. Jetzt werden Bosswesen angezündet. Jetzt geht hier die Apokalypse los. Also gleich. In 5 bis 10 Minuten. Erst muss ich upgraden, dann muss ich noch aufs Klo. Und dann geht's irgendwann los. Nur keine Hektik, wa? Ja, gerne doch, Alicia. Ja, gerne doch. Das ist ja auch Sinn der Sache. So. Mann, wie, oh je, ich bin spitzenmäßig ausgerüstet, du. Ich hab meine Waffen verbessert. Ich hab Molotov-Cocktails. Ich hab Heilung. Ich hab aufgelevelt. Aber wenn es jetzt nicht klappt, und ich könnte sogar noch Verstärkung rufen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt's nie mehr. Vielleicht kann ich ja sogar noch mal verstärken. Nee, ich brauche 8 Scherben. 4 habe ich. Soll ich mal die Pistole noch verbessern? Blutangriff. Nö. Reparieren. Machen wir. Kann ich schaden. So, im Lager habe ich 28 und 7. Okay. Bin ich doch gut ausgerüstet. So. Gegenstände erlangen. 14. Jawohl. Ach, ich kann nur 10 maximal haben. Ach so. Verdammt, da hätte ich ja echt noch ein Level machen können. Jetzt muss ich mal eben gucken. Na, 10, ja. Gehen echt nur 10. Na gut. Sinkt meine Zuversicht ein wenig, aber es hält sich in Grenzen. Okay. Pingelpause, dann geht's ab hier. Bis gleich.